Wir sind heute hier für ein Interview für den Holiday on Ice Auftritt über nächste Woche. Dort trittst du auf. Wie kommst du dazu? Das ist eigentlich ganz einfach. Holiday on Ice ist ein starker Partner der Deutschen Eislaufunion. Das bedeutet, dass er die Deutsche Eislaufunion unterstützt und finanziert. Und dieses Jahr hatten wir die Ehre, dass die besten Sportler ausgewählt werden, in verschiedenen Städten einen kleinen Auftritt auch hinzuzufügen. Das heißt, du bist eine der besten Sportlerinnen auf dem Eis. Wie hat sich das entwickelt? Ich habe eigentlich angefangen mit 3 Jahren, so 2-3 Mal die Woche im Kurs. Und mit 5 habe ich dann angefangen, regelmäßig Eis zu laufen, habe mich dann auch immer weiter verbessert bis zu dem, was ich jetzt bin. Also ich bin dieses Jahr deutsche Nachwuchsmeisterin geworden. Das heißt, ich habe meinen Titel jetzt das zweite Mal verteidigt. Ich habe bei dem internationalen Wettbewerb hier in Dortmund gewonnen und beim Westfalen-Cup. Also eigentlich läuft die Saison bisher richtig gut. Natürlich ist das stressig, aber es ist ein sehr schönes Gefühl, jeden Morgen aufzuwachen mit einem Ziel vor Augen, das man verfolgen kann. Und wenn man zu etwas strebt, dann ist das was ganz Tolles und dadurch vergisst man auch sehr häufig den Stress. Wo willst du noch hin mit deiner Karriere? Ganz nach oben zu Olympia.